Und willkommen zurück zu Zelda Twilight Princess. Ja, wir sind immer noch hier oben. Beim letzten Mal. Ja, gehe ich den ganzen Weg hoch und dann sind da nur 50 Rubine drin. Das ist doch ein Witz. Naja, okay. Dann wollen wir heute mal gucken, ob wir auf jeden Fall zum Endboss, dass wir zum Endboss kommen. Und mir fehlen hier im Tempel noch zwei Herzteile. Die hätte ich dann doch gerne. Ich frage mich, wo die sind. Warte mal, zwei pro Tempel. Dann nagel ich die Entwickler drauf fest. Mal eben gucken. Wir haben jetzt das erledigt. Dann ist im Vorraum sind da nochmal. Vielleicht da. Da, das könnte sein. Ja, da ist ein Nebenraum. Da ist aber auch nichts. Da unten müssen wir noch hin, wegen zwecks Schlüssel, meine ich. Da glaube ich nicht. Gehe ich mal eben da unten hin. Da hole ich den Schlüssel. Meine zumindest, dass da einer ist. Und nur noch mal eben nach draußen, weil da auch noch eine Truhe ist, an die wir vorher nicht rangekommen sind. Und schauen wir einfach mal, ob wir da jetzt drankommen. Wo wir unseren schicken Greifhaken haben. So, hier muss ich einfach nur runter. Au. Ach, jetzt muss ich ja vorher noch das Wasser umlenken. Geh weg. Du widerliche Kreatur. Geh weg. Jetzt wing dich da dran. Wing. Na. Ach. Oder verliert man hier ein bisschen die Fassung? So. So. Dann mal eben hier durch. Wo? An dem Vieh vorbei. Das war die untere Etage, nicht wahr? Ja. So, dann kann ich nämlich das Wasser von da hinten hier hinleiten. So. Dürfte da hinten nämlich der Pegel steigen und dann kommen wir nach oben. Und scheiß Viech. Ja, genau. Jetzt füllt sich das alles hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Falsche Seite. Da muss ich hoch. Hey, nee, sag mir nicht, das geht auch nur später. Ja, später noch mal hier hinkommen. Himmels Willen, bitte nicht. Oh Mann. Ach Mann, ey, da muss ich ja später noch mal hin. Nummer zwei. Ach. Läuft heute nicht so bei mir. Es sei denn, es gibt da irgendeinen Trick bei, aber ich glaube fast, dass dies nicht der Fall ist. Okay, dann gehen wir halt zum Endgegner. Ja, das ist dann so das Einzige, was mir gerade einfiele, was es hier denn noch zu tun gäbe. Ja, ansonsten... Okay, wir müssen noch einmal nach ganz oben. Da gehen wir gerade so ein. Zu diesem Zweck drehe ich mal eben die Treppe, sodass wir leichter nach oben kommen.
So fließt dann nämlich überhaupt kein Wasser darauf. Ich wollte gerade sagen, Spinne, weh, du springst genau jetzt. So, von hier aus dann. Da oben hin. So, dann kriegen wir wenigstens noch das Ding mit. Ein Herzteil! Juhu! Eins muss ja noch ein Tempel sein. Ich vermute fast, es ist wirklich das eine da, wo wir gerade eben verkackt haben. Aber wo ist denn hier noch ein Schlüssel? Ist denn vor jeder noch ein Schlüssel? Ich gehe mal eben in das Foyer rein. Obwohl hier unten auch noch was angezeigt wird, aber ich weiß nicht so recht. Da unten. Ich gehe mal da eben da gucken. Aber technisch gesehen reicht einer. Ach, Mann. Nee. Scheiße. Noch tiefer irgendwas? Okay, hier auf keinen Fall. Hier ist nichts mehr. Wir brauchen aber noch einen kleinen Schlüssel. Das ist jetzt ein bisschen doof. Aber die Truhe hatten wir gerade. Was sind die Viecher? Die Spinne ist auch nicht besser. Okay, jetzt müssen wir auf die andere Seite. Na eben ganz easy darüber. War es Foyer oben oder unten? Es war oben. Natürlich war es oben. Wo soll es auch sonst sein? Da muss da noch irgendwo ein Schlüssel sein. Ich wüsste nämlich. Natürlich, ich renne dagegen. Wir haben keinen mehr. Wir haben eindeutig keinen mehr. Hinten ist die Tante. Die will ich aber nicht. Jetzt hier erstmal zurück. Ist auch gerade mehr so die Suche nach dem kleinen Schlüssel. Ob es dazu nur kommen konnte. Okay, von da aus darauf und dann. Ich glaube aber fast nicht, dass da einer ist. Ich verstecke den hier draußen einen Schlüssel. Naja, ich freue mich, wenn es einer ist. Und wenn nicht, dann, ja, dann. Dann halt nicht. Geht auch. Nein, das sind Wasserbomben. Natürlich. Vielleicht kommt der Super-GAU. Der kleine Schlüssel ist im Anfangsraum. So wie er da gerade angezeigt wird. Linke Seite eine Kiste? Muss ja voll übersehen haben. Wo denn? Ach da, im Dunkeln. Okay, uns gehen langsam die Optionen aus. Jetzt haben wir auf jeden Fall alles abgeräumt, aber. Wie gesagt, das ist der Wassertempel. Da muss man sich gar nicht. Ja, geh da irgendwo. Kamera! Hilfe! Jetzt da hoch. Spring doch. Lauf doch nicht dahin. So. Ist auch schwer zu sagen, wo noch Truhen sind, wenn man nicht weiß. Oh, das überlege ich gerade.
Hm. Nee, nee, die Fische waren es nicht. Hm. Okay, schauen wir mal nach. Da haben wir soweit. Das war. Kommen wir später ran. Da waren 50 Rubine drin. Deswegen habe ich mich ja aufgeregt. Da haben wir, das haben wir. So, hier. Hier war noch eigentlich aber auch Geld drin. Muss ja einer von den dreien sein. Es kann nur eine von. Da war auch nur Geld. Muss es eine von den dreien sein. Das heißt, ich muss nochmal nach oben. Ich bin ja schon oben, Gott sei Dank. Moment, welche Ebene war das jetzt? War die oberste Ebene, okay. Dann. Noch einmal. So. Irgendwann, also Wassertempel, ja, kriegst du irgendwann Kopfschmerzen. Aber ich verspreche dafür, in diesem Part machen wir den Gegner auch noch fertig. Das nehme ich jetzt, mal raus. Mal ganz Zeit durch den Tempel rennen und alles falsch machen, das ist ja auch nicht Sinn der Sache. So, mal eben hier durch. So, wo könnten wir hier denn einen kleinen Schlüssel übersehen haben? Da war auch nur Geld, richtig? 20 Rubine, genau. Ich müsste mal Geld loswerden, aber. Nee. So, darüber. Nein, ich wollte darüber springen. Warum hat er sich denn nicht festgehalten? Mann! Inkompetenz. Na also. So, kommen wir jetzt raus. Ach! Warte mal, da fällt mir gerade was ein. Da fällt mir gerade was ein. Wo war denn hier noch eine... Die Kiste hatten wir auch. Okay, okay, okay. Langsam schließt sich der Kreis. Dort ist nämlich nichts, dann... Ja, doch, mir fällt was ein. Es muss ja jetzt eigentlich nur noch. Es kann nur noch die sein, weil ich weiß, dass unterhalb der Quallen war auch nur eine Geldtruhe. Was anderes kann ja nicht. Das wird uns. Da hinter. Da hatten wir doch auch schon. Alter, langsam. Ah! Wo soll denn hier noch ein kleiner Schlüssel? Hallo? Ich hab noch keinen. Zumindest glaube ich, dass ich keinen hab. Warte mal. Haben wir gerade durchgeguckt. Ist nur noch die. Da kam man nicht ran. Meines Wissens nach. Ja, da kam man doch nicht ran. Oder? Da kann man nicht rankommen. Dann schau ich nochmal eben die Quallenkiste durch. Das ist dann schon wieder ein neuer. Mann, ich hab den eben erst weggemacht. Geh mal weg.
Nur die da, richtig? Und da war doch nur Geld drin, richtig? Ja, roter Rubin. Ich gehe noch mal auf der anderen Seite hier gucken. Hat auch keiner von den Kollegen Schlüssel, oder? Ne, bezweifle ich einfach mal. Da waren wir auf jeden Fall schon drüben. Da war ja auch so schwer, wieder zurückzukommen. Müssen wir ja irgendwie an den anderen Schlüssel kommen. Also auch auf der anderen Seite da rankommen. Ich hasse den Wassertempel! Mann! Auch wenn es jetzt gerade meine eigene Blödheit ist, aber ich hasse das Ding einfach. Ich versuche mal, ich stelle mir jetzt einfach mal vor Schloss. Mal normalerweise wird einem unten über der Geldanzeige noch die Anzahl der Schlüssel, die man hat, angezeigt. Ach, wollte ich doch gar nicht. Zumindest links über der Karte. Den hat man ja durchgeguckt. Ach, das ist nur das Master-Schlüssel-Schloss. Das sah von weitem aus wie normales. Tut mir echt leid. Ach, toll. Naja, gut. Dann. Okay. Sekunde. So. Haben wir eine Fee? Juhu. Juhu. Gut. Dann hätten wir das. Können wir das wieder zurücklegen? Und ab dafür. Ja, sorry. Ich dachte, das sah aus wie ein normales Schloss. Ich hatte auch in Erinnerung, das wäre ein normales Schloss, aber offenbar ist das nicht der Fall gewesen. Naja, gut. So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Säulen. Unten ist Sand. Und Bandwurm oder sowas. Nee, kein Bandwurm. Nee. Die Glibber. Mega Glibber. Urzeitfisch Octopesco. Das müssen wir nämlich beobachten. Wo geht das denn? Da. Jetzt schickt er seine Bombenfische aus. Ja. Ja. Bisschen doof, vor dem Ding kannst du irgendwie nicht fliehen. Mann! Auch so ein Gegner, der ist richtig cool gemacht, aber ey, den kann man hassen wie die Pest. Mal eben auf Abstand gehen. Du
Glücklicherweise muss man das Ding aber auch nur 2-3 Mal treffen. Es ist ja noch viel größer. Alter, ist das eklig und riesig und Okay, dann muss mal eben. Lass mich mal vorbei. So. Bam, 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 bam. Und es wirft mich ab. So, instant direkt wieder die Eisenstiefel. Na, komm her. Und wieder drauf. Draufhauen, draufhauen. Ah, du Viech. Das Gift kann ja nur im Kreis schwimmen, aber das ist. Boah, das muss ich ja jahrelang hier drin einfach nur gehalten haben, oder? Und jetzt mal der letzte Hieb und. Rums, Rums. Es legt alles in Schutt und Asche. Words. Da. Ist krass, wie schnell das Wasser durch so einen kleinen Ritz fließt, aber wer hinterfragt schon Spiellogik? Ein fettes Viech ist kaputt! Ja! Und wir haben einen Herzcontainer. Und er löst sich auf. Was hätte ein super. Ich meine, also im Fischfangbuch sieht sowas bestimmt cool aus. Der letzte Schattenkristall. Hurra! Da ist er ja, der letzte Schattenkristall. Versprochen ist versprochen, also gib ihn mir schon, ja? Jetzt schau mich nicht so an, ich brauche ihn nur einmal. Dafür werde ich dir auch helfen, mit Santu klarzukommen. Ist ja schrecklich, wie der sich als König des Schattenreichs aufspielt. Seine magischen Kräfte sind nicht seine eigenen. Und mit diesem Teil werde ich dir das beweisen. Ist doch in Ordnung, oder? Also, ich habe jetzt, was ich wollte. Tut mir leid, dass ich dich bis jetzt so hin und her gescheucht habe. Oh, ist sie nicht süß. Also gut, gehen wir? Ja, warte, ich muss kurz das Herzteil mitnehmen. Den Herzcontainer. Juhu! Oh, ich napp, ey, mit der Schlüsseltür. Nee. Willst du wirklich weg von hier? Du bist sicher, dass du nichts vergessen hast? Ja. Viel speichern. Nein. Ich nehme an, dass ich da gleich nochmal viel lesen darf. Wo habe ich denn hingeworbt? Ach, nur hier rein. Okay. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Was? Santo! Zeigt sich sehr unbeeindruckt. Alter! Nein! Lass das!
Zanto! Nein! Gib sie her! Dass du es wagst, dich mit so einer altertümlichen Magie entgegenzustellen. Mit einer, du törichte Aufrührerin. Wieso nur stellst du dich gegen deinen König? Du willst unser König sein? Dass ich nicht lache. Und die Magie unseres Volkes wird von dir doch nur schändlich missbraucht. Denkst du etwa, meine Magie sei die alte Magie unseres Volkes? Du überrascht mich. Meine Magie, mit der ich das Schattenreich beherrsche. Ich habe sie von meinem eigenen Gott empfangen. Was? Fuck. Au. Alter, ich habe einen Splitter im Kopf. Sag, Midna, hast du schon vergessen? Dieses Tier ist ein Wesen des Lichts. Eines jener Wesen, die uns so grausam unterdrückten. Was du auch tust, in ihrer Welt bist du nur ein Schatten und ohne jede Bedeutung. Doch wenn wir diese Welt erobern, werden die lichte Welt und das Schattenreich eins. Für unser Volk ist die Zeit der Rache gekommen. Und endlich werden die Schatten auch den lichten Teil der Welt verfinstern. Siehst du es denn nicht, Midna? Alles, was noch fehlt. Bist du. Was ich tue, geschieht nur zum Wohle unseres Volkes. Deshalb leihe auch du mir deine Kraft. Du willst nicht? Auch gut. Schicken wir dich zurück in die lichte Welt, nach der du dich so sehr sehnst. Was? Alter! Nein! Warum kann er einen Lichtgeist kontrollieren? Warum? Wir sind abgehauen. Aber ganz flugs. Ach nee, wir wurden geportet. Mann, immer dasselbe. Was? Warum bin ich noch ein Wolf? Midna! Rijo. Ach so. Auserwählter Held. Ja? Hier? Geh zu der Prinzessin, die im Schloss gefangen ist. Im tiefsten Herzen der Finsternis. Nur die Prinzessin kann dir wieder zu deiner wahren Gestalt verhelfen, die dir das Schattenreich geraubt hat. Oh je. Alter, wir sind wieder zurück. Und diese Nachtmusik, wenn man Midna auf dem Rücken hat, die kurz vorm Verrecken ist und die ist voll invertiert worden. Guck dir das mal an. Okay, dann würde ich sagen, im nächsten Part müssen wir ganz schnell Zelda finden, damit alles wieder in Ordnung kommt. Weil so geht das nicht. Es fängt auch noch an zu regnen. Na toll. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Part. Ciao.